So, da sind wir wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Beziehungsweise bei unserem Sterbemarathon höchstwahrscheinlich. Denn für uns geht es wieder zurück zum Schmelzerthron. Und dann wieder in die Erinnerung des Eisenkönigs. Yay. Das wird echt ein Spaß. So, das können wir mal überspringen. Sagen wir mal so, Sir Alone ist nicht so ein schwerer Boss eigentlich. Im Verhältnis zu anderen Bossen in den DLCs ist er mitunter einer der leichtesten Bosse eigentlich. Nervig ist halt immer die Strecke zu ihm. Wobei wir da bald alle Alone-Ritter oft genug getötet haben dürften. Ja. Damit sie nicht mehr respawnen. So, du kommst weg. Der da drüben kann ruhig mal spucken. Au. Hallo, eine Ritterstulpen. Wenigstens kommen wir an irgendwelches Zeug ran. Also ich kann euch schon mal garantieren, als ich diese Erinnerung gemacht habe. Damals in meinem Privatspiel habe ich nicht so viele Versuche gebraucht. Au. Du musstest mich ja unbedingt noch pieksen. Feuerkugelzauber, okay. Auf jeden Fall, der Alone Hauptmann ist auch noch da. Au, das musste ja noch mal treffen. Hoffen wir einfach mal, dass wir Sir Alone jetzt bei diesem Mal besiegen können. Genau, mach das, dann töte ich dich nämlich einfach. Und töte die Jungs hier. So, lockt den Alone-Hauptmann hier raus. Und backstab ihn. Alone-Hauptmannsrüstung. Oh, nicht schlecht. Mal gucken, ob wir die schon haben. Weil ich glaube, ein Teil der Hauptmannsrüstung fehlt uns auf jeden Fall noch. So, du bist jetzt auch weg. Jetzt müssen wir nur noch die zwei da unten ausschalten und dann wieder unser Rennspiel machen. Jo. Dich und deinen Kumpel. Au. Das war nicht so klug von mir. Und ja, nehmen wir einmal Estus Flakon. Im Bossfight nützen die uns eh nicht so viel, wie ich es gern hätte. So, Schlag zu. Einmal zuschlagen hätte gereicht. So, einmal Heilung. Taktik wie immer. So, hier einmal rollen, wollte ich sagen. So. Blitzspeer an. Einmal trinken. Und durch den Nebel, bevor man uns in den Rücken schießt.
Seelen einsammeln. Da ist ja noch viel drin. Wow. Nicht mit mir, Kumpel. Ja, das kannst du ruhig machen. Das macht mir nicht so viel aus. Und schön Schild hochhalten. ja, unser Blitz ist schon mal ausgelaufen. So, da kannst du ruhig zuhauen. Unser Schild hält das aus. Ich sollte eigentlich mal eine Gelegenheit suchen, um mich zu heilen. Jetzt zum Beispiel. Wow, das war böse. Okay. Ich versuche mich jetzt mal hier ein bisschen zu konzentrieren. Ja, das klappt schon mal ganz gut. Das hat mich jetzt fast getroffen, weil ich kurz vor der Schildtaste gegangen bin. Oh ja, da hat mich der AE getroffen. Weil ein bisschen AE hat die Attacke, ja. Okay, jetzt muss ich mal wieder auf ein Fenster warten, wo ich... genau das Fenster. Der macht mir das gerade ein bisschen zu oft. Aber ja, wenn ich nicht keine Fehler mache, dürften wir ihn dieses Mal erwischen. So wie den Fehler da zum Beispiel. Oh, schnell mit der Ausdauer hoch. Oh, Schild hoch. Ja, das sieht sogar recht gut aus. Oh, ho, ho. Ja, das macht uns Schaden durch Schild. Die Attacke. Von der sollten wir uns echt in Acht nehmen. Zum Glück macht er gerade seine Fernkampfangriffe nicht. Ja, da blocke ich lieber. Und weich aus. Sieht aber schon mal recht gut aus. Sollte ich nicht sagen. Noch zwei gute Treffer und er ist weg. Ja. Ein Treffer. Und er ist weg. Ritterseele von Sir Alone. wir haben es gerade beim First Try geschafft. Sehr gut. Und hier finden wir den Schmelzerkeil, den wir brauchen. Und damit verlassen wir die Erinnerung. Wir reisen jetzt erst einmal.
wieder nach oben ins Throngeschoss, weil das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich hole mir jetzt die letzten Aschegötzen. So. Schmelzerkeil. So, und wir nehmen das letzte Stück entgegen und kriegen die Seele der Aschebraut. Nadalia gibt es nicht mehr. Wahre Seele von Nadalia erhalten. Das ist die hier. Das können wir uns beide mal ansehen. Seele von Sir Alone, der einst dem alten Eisenkönig diente. Alone kam einst aus dem Osten und wurde rasch zu des Eisenkönigs treuestem Ritter. Mit der wundersamen Seele dieses Ritters können mehrere Seen erworben oder etwas Kostbares geschaffen werden. Seele der Aschenbraut Nadalia, die ihren Leib aufgab und den Nebelturm durchstreift. In Tanz nahm die Aschenbraut eine räuchernde Gestalt an und lockte die Menschen in ihre Residenz. Und so wurde ihr Machtsitz schließlich als der Nebelturm bekannt. Ja. Fehlt ja nur noch der Eisenkorridor. Vielleicht schaffen wir den auch recht schnell mit etwas Glück. So, wir haben hier eine Nekromantie, nämlich die Feuerschlange erhalten. Oder war es die Feuerkugel? Egal. Anone Helm haben wir. Wir haben aber keinen Ritterhelm. Was ist mit der Rüstung? Hauptmannsrüstung scheinen wir auch keine zu haben. Also haben wir jetzt eine. Stulpen haben wir. Und Gamaschen. Eisentrachtgamaschen müssten wir auch haben, ja. Und Schwertgamaschen sind egal. So, zurück nach Majula. Ja. Und aufleveln. Erstmal kurz gucken. Hast du Steine? Nein, hat sie nicht. Aber das hier ist ja schon mal Stufe 10. Das heißt, ich brauche noch... Wie viele Steine habe ich denn selber noch übrig? 2. Also brauche ich einen. Und dann nochmal 6. Also 7 Steine brauche ich noch. Na gut. Jetzt leveln wir auf. So. Anpassung hoch und dann Geschicklichkeit höher. Was anderes brauchen wir nämlich nicht zurzeit. So, das heißt, ab in den Eisenkorridor. Der nächsten lustigen Station auf unserem Weg. So, da geht's wieder zurück in den Nebelturm. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen in den Eisenkorridor springen. Wir könnten hier wieder Lori Stahlwill rufen oder wandernder Schwertkämpfer Edel. Ja gut. Der Eisenkorridor ist ein sehr interessantes Gebiet. Erst einmal könnten wir hier diesen Gang lang gehen, wie man sieht. Hier sind überall Gegner eingesperrt. 4 an der Zahl. Und dort ist ein Spuckermaul. Und da ist noch ein Gegner. Ich könnte den Hebel hier ziehen, dann gehen die Käfige alle auf. Auch das Tor zum Spuckermaul. Zweite Alternative, ich kann hier runterspringen. Also öffnen wir erst einmal hier das Tor.